Eine Mütze hat die Hütte jetzt. Damit es hier drin aber richtig warm wird, braucht ihr auch noch einen Mantel. Und dafür kommen jetzt endlich unsere Hohlkammerplatten ins Spiel. Wer die ersten Teile verpasst hat, verlinke ich hier oben als Playlist. Und für die anderen geht das gleich mit diesen Dingern weiter. Unsere Platten, die haben die Maße von 70 cm mal 1,50 m und sind 4,5 mm stark. Das sind so die günstigsten Platten, die ich so finden konnte. Es gibt natürlich in allen Stärken, ob nun 8 mm, 6 mm, 16 mm, da gibt es richtig viele, eine große Auswahl. Ist natürlich auch am Ende eine richtige Preisfrage. Wie gesagt, das sind die günstigsten, die ich finden konnte. Ich habe damit auch gute Erfahrungen gemacht. Meine anderen Gewächshäuser oder unsere anderen Gewächshäuser sind alle mit diesen Platten bestückt und das funktioniert 1A. Warum soll ich dickere Platten nehmen? Klar, ich habe eine größere Isolierwirkung, aber bei uns reicht das vollkommen aus, was wir da haben. Bis jetzt ist alles in unseren Gewächshäusern gewachsen. Bei diesen Platten gibt es noch zwei Sachen zu beachten. Das ist einmal der UV-Schutz. Es gibt Platten, die sind nur einseitig UV geschützt, sind auf dieser Seite auch markiert. Und auf der anderen Seite sind die eben nicht UV-geschützt. Die UV-geschützte Seite muss demnach nach außen. In dem Falle, wenn ich nur einseitig UV-geschützte Platten habe, dann lasse ich die Folie zumindest auf der UV-geschützten Seite noch drauf, damit ich mir das merken kann, wo die geschützte Seite ist. Sonst ist das sehr schnell zu, dass man die Platte verkehrt rum rauf macht und dann zerbröselt die, also wird tatsächlich durch UV-Strahlung, mir ist das schon mal passiert, durch UV-Strahlung zerstört und zerbröselt richtig, wird richtig schnell spröde, zerfällt dann und genau das wollen wir ja nicht. Bei diesen Platten brauche ich nicht darauf achten, welche Seite nach außen kommt. Die sind beidseitig UV geschützt und deswegen kann ich hier die Schutzfolie schon mal komplett abziehen. Die zweite Sache, die es zu beachten gilt, ist das hier. Also die Platte heißt ja Hohlkammerplatte, weil sie Hohlkammern hat. Das Blöde ist, diese Hohlkammern sind nach außen hin offen. Nun passiert Folgendes. Entweder benutzen das irgendwelche Insekten als Nistplatz. Sie krabbeln auch manchmal viel zu tief rein und kommen gar nicht mehr richtig raus. Oder sagen wir mal so, Feuchtigkeit geht in die Platte rein. Das heißt, in diesen Hohlkammern sammelt sich Wasser. Dann kann das auch sein, dass sich da drin Algen bilden. Tja, und das wollen wir auch nicht. Dann wird die Scheibe richtig blind und lichtdurchlässig. Also müssen wir hier was machen. Und zwar ganz einfach, wir kleben die offenen Seiten einfach mit einem Aluminiumband ab. Das dichtet schön alles ab. Kleben hier oben einmal was drauf. Einmal so längs. Ordentlich fest. Einmal umschlagen. Und schon ist die Kante dicht. Das ist jetzt mal ein bisschen Aufwand, aber es lohnt sich allemal. Auch bei gekauften Gewächshäusern würde ich das immer empfehlen, weil auch da sind die Platten natürlich alle offen. Ein Klebeband ist da nicht beigelegt, sollte man sich extra kaufen. Es steht auch in kaum einer Beschreibung drin. Habe ich schon mal nachgeguckt, da steht wirklich kaum irgendwo drin, dass da die Platten dicht gemacht werden sollen. Es gibt auch spezielle Klebebänder mit einer Membran. Ich glaube, das ist gar nicht so erforderlich. Die Membran soll wohl so einen Druckausgleich irgendwie ausgleichen, weiß der Himmel. Ich mache das hiermit, funktioniert. Hauptsache, es ist dicht. So, die fertig präparierten Platten, die setze ich jetzt einfach hier platt gegen. Und zwar bündig mit der Unterkante. Und dann schraube ich die einfach mit den kleinen Schrauben fest. Dabei müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu stark reinschrauben, weil sonst ist die Schraube durch und hält die Platte überhaupt nicht. Also wirklich so, dass die Platte einmal fixiert ist. Das sind die Schrauben 3,0 x 20 mm. Man kann bis zu 25 mm nehmen, aber die reichen aus. So, jetzt wird das wohl auch ein bisschen deutlich, warum ich hier das Maß mit 1,43 m mir ausgesucht habe. Wenn ich jetzt genau 1,40 m genommen hätte, also 2 x 70 cm, so wie die Platten nun mal sind, dann würden die Platten ja
im Idealfall genau aufeinander stoßen. Nun hätte ich mich aber dann vertan mit dem Pfosten, dass ich zum Beispiel nur 1,39 Meter Abstand habe zwischen beiden Pfosten, da hätte ich eine Platte auf jeden Fall ein bisschen schneiden müssen. So spare ich mir ein bisschen Arbeit und habe ein bisschen Spielraum, was die Breite angeht. Bis zu, sagen wir mal, 1,55 Meter kann man ruhig gehen. Dann würden die Platten immer noch auf diesen Latten drauf liegen und dann könnte man die immer noch drauf festschrauben. Also deswegen dieses Maß 1,43 Meter. So dass man sich in beide Richtungen so ein bisschen mal vertun kann. So, hier oben ist ja ein bisschen Luftloch. Da müssen ja auch noch Platten rein und die schneide ich mir jetzt einfach zu. Ja, also knapp 30 cm. Ich nehme hier 28 cm, dann habe ich ein bisschen Spielraum. Einmal mit dem Winkel anlegen und mit dem Cuttermesser durchsäbeln. Das mache ich jetzt nicht mit einem einzigen Schnitt, sondern mit zwei oder drei Schnitten, dann wird das sauberer. Also mit wenig Druck. Und dann kriegt man die auch sauber durch. Einmal knicken, hier nochmal, zack. Und dann haben wir die Platte. Und die muss ich jetzt auch nochmal abdichten mit Klebeband. Und dann kommt er da ran. So, diese Platten alleine mit diesen kleinen Minischrauben, die würden natürlich bei dem nächsten kleinsten Windstoß hier wieder rausfliegen. Deswegen kommen jetzt so eine Deckleisten ran. Das sind wieder unsere Latten, die 24 auf 48, 1,80 Meter Länge. Und die schraube ich jetzt nicht mit diesen Senkkopfschrauben fest, sondern mit diesen Spenglerschrauben. Hat folgende Bewandtnis. Falls ich mal wieder irgendwie eine Schraube tauschen muss und das mit der Senkkopfschraube fest habe, dann kann das sein, dass die Senkkopfschraube so tief im Holz drin ist, dass ich sie gar nicht wiederfinde. Und deswegen nehme ich diese Spenglerschrauben, die haben nämlich gleich diese Unterlegscheibe hier. Ich kann natürlich auch irgendwelche Unterlegscheiben nehmen, aber mit diesen Spenglerschrauben, da habe ich kein Gefummel, jedes Mal eine Unterlegscheibe und dann die Schraube. Deswegen nehme ich die Spenglerschrauben, ist viel einfacher und so viel teurer sind die auch nicht. So, die Platten, die fliegen jetzt auf keinen Fall mehr raus, weil die sind jetzt richtig eingepackt zwischen diesen Leisten. Da kann überhaupt nichts mehr passieren. Hier brauchen wir nur noch die Stege zurechtsägen, also ausmessen und zurechtsägen, damit wir hier auch noch eine Abdeckung haben. Aber hier habe ich einen kleinen Fehler drin. Also der beste Plan taugt nichts, wenn man mal ein bisschen vergisst nachzudenken. Also wir haben hier dieses Klebeband und das wird in diesem Falle, wird das über diesen Quersteg rausgucken. Das zeige ich euch nochmal von drinnen. Hier kann man das ganz gut sehen. Also hier haben wir ja diesen Quersteg und da guckt das Klebeband raus. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil dieses Klebeband, das klebt so dermaßen fest, das kriegt man auf Teufel komm raus, nicht mehr abgepult. Also müssen wir das ein bisschen anders machen. Und das machen wir ganz einfach. Wir schneiden das Klebeband einfach in der Mitte durch. Also ich nehme hier das Maß einmal ab. So 70 cm, bummel ich ein bisschen über weg. Lege das Stück Klebeband hier hin und schneide das einmal mit dem Cuttermesser durch. Einmal Pi mal Auge durch die Mitte. Und schon kann mir das nicht mehr passieren. Jetzt kann man hier ja ganz gut sehen, das Klebeband hat deutlich weniger Auflage, das reicht auch vollkommen aus. Und dieser Bereich, der wird jetzt auf jeden Fall von den Holzleisten abgedeckt.